Motivation, come on, come on! Alle packen mit an, egal. Und so, Eis schmeckt? Ja. Jetzt meine neuen Schuhe anziehen. Überraschungs. Was nochmal? Was war das? Neue Schuhe? Ich muss mir meine neuen Schuhe anziehen. Zeig mal bitte. Oho! Also ich kann mich an die Diskussion erinnern, S9. Dass du nicht weißt. Es ist S9 oder was? Minimum. S9. Bis dahin ging's nicht. Es ist jetzt, glaube ich, jetzt S13. Also top of the line. Nee, aber ich merke, wenn ich irgendwo reinspringe. Und gerade das RCT ist ja dann manchmal schon irgendwas drin. Und die Sohle von den Aldi-Schuhen, die ich gekauft hatte, die ist völlig im Arsch. Aber die ganzen Schuhe haben sich aufgelöst. Und weißt du, was jetzt kommt? Ja? Jetzt kommt eine Zusammenfassung deiner Schuhe. Und zwar jetzt. Ich bin auf einer Baustelle mit weißen Schuhen. Das sind Schlüssel. Warum filmst du eigentlich unsere Schuhe? Was willst du jetzt mit meinen Schuhen? Das sehen jetzt gleich die Schuhzuschauer. Deine Schuhe waren schon immer Thema. Deine weißen. Tonschuhe, Arbeitsschuhe, Lackschuhe, alles auf der Baustelle. Das ist wie bei Frauen. Bei Frauen ist immer. Oh, jetzt, ganz gefährlich. Hauptsache, die passen ja auch. So, dann würden wir das aber. So, jetzt kann es losgehen. Schuhe sind an. So, let's go! Die halt ein bisschen. Gut, aber was haben wir heute jetzt geplant? Wie viel Grabenlänge haben wir denn offen? Hat einer eine Idee? 150 Meter ungefähr, würde ich sagen. Locker. 150? Jetzt können wir es wieder an. Wir haben 150 Meter Abwasserrohr gelegt. 200. Seht ihr nicht sowas? Bis hierher sind 150 Meter. Das sind also 200 Meter. 150 Meter ist alleine der Graben. Schon mal. Aber wir haben ja noch viel mehr aufgemacht. Jetzt die richtige Stelle, um den Baggerfahrer nochmal zu danken, oder? Die jetzt hier in der letzten Woche so tatkräftig alle Gräben gemacht haben. Da waren ja wirklich Samuel, Mike, Martin, dann Leonora, Tristan, Konstantin. Hab ich einen vergessen? Philipp! Ja, ich hab auch gesehen. So, 7 Leute haben die ganze Woche durchgebuddelt. Und dadurch haben wir es geschafft. Und Benni hatte gestern auch nochmal 2 Stunden. Benni, du hast recht, Benni kam gestern auch noch. Johann, soll ich dir mal das mein schönstes, wirklich mein schönstes Erlebnis gestern war? Als Andi gefragt hat, so sag mal, hat Johann den Graben gebuddelt oder du? Boah, ich bin halt wie eine Lanke geflogen. Ja. Also heute ist der Tag der Tage. Heute verbauen wir Kabelwert. Ungefähr 30.000 Euro. 30.000 Euro, wie schwer sind sie? 10 Tonnen. 10 Tonnen. Und dafür haben wir uns Alex geholt. Alex ist von der Firma. ESM Elektro. Aus Oberkrämer. Kannst du mal die Brille absetzen, du siehst so gangsterhaft aus. Echt, ja? Echt, boah, Alter. Guck mal, auf einmal wird er sympathisch. Ich höre nur Gesabbel die ganze Zeit. Ey, du hast eine Firma, die macht was? Wahrscheinlich Elektroarbeiten. Elektroarbeiten, genau. Aber jetzt weniger im Haus, sondern... Na doch, schon im Haus, also aber in Großbaustellen. Okay. Genau, also jetzt ein Einfamilienhaus ist für dich nicht interessant? Nee. Das heißt, du machst bei uns ja aber auch nicht nur in Kabelgrabel, sondern du machst da in der Containeranlage auch alles... Was alles? Alles. Komplette Installation. Ja. Plus halt nochmal Laternen draußen setzen, PV-Anlage bauen wir rauf. Wallboxen habe ich gelesen. Wallboxen bauen wir an. Ey, wir sind so. Dafür ziehen wir heute die Kabel auch. Und Ludwig, bist du aufgeregt? Nö. Weil, das heißt, du glaubst, dass es gut funktioniert. Ja. Andi hat hier mal locht wie ein Irrer. Kann man auch mal. Jetzt, guck mal, jetzt lässt er seine Router an Container aus. Nur Sabbel. Nervt. In den Kommentaren wurde geschrieben, wir sollen an ein Leerrohr für Glasfaser denken. Haben wir drin. Wunderbar. Hey, Leute, ist doch drin. Irgendwie Profis, alle. Ja. Aber wir sind richtig Profis. Wolltest du mal erwähnt haben. Wir haben das Glasfaserkabel schon mitgebracht. Echt? Ja. Applaus! Thank you.
ist ja hier, was ist das? Just-in-Time-Lieferung. Nee, wir waren beim Hornbach und es gab nichts, so ein Band. Nee, kriegst du auch nicht. Aber warum? Es ist zwar Regenwasser, aber liegt da verkehrt rum. Okay. Dann ist alles gut. Das ist grün, ja. Das passt. Okay, aber wenn man es nicht macht, was passiert dann? Dann, wenn was wenn passiert? Jetzt eine, nee, geht darum, wenn jetzt jemand anderes kommt und buddelt, dann wird da drauf aufmerksam gemacht. Dass nee, das ist mir schon klar. Ja. Aber wenn es jetzt nicht gemacht werden würde und der buddelt und was passiert? Geht kaputt, dann und dann bleibst du auf die Kosten. Ach so, okay. Also es kann passieren. Jetzt lass das an. Frohes Schaffen, viel Spaß, ciao. Wo das erste Kabel liegt, oder? Oh, und ich schwitze nicht mal. Bisschen, oder? Alex, was meinst du? Ich schwitze nicht und trotzdem liegt ein Kabel. Alles gut gelaufen, ne? Hast du dir gut im Schatten versteckt hier. Ich weiß gar nicht, warum die immer alle mich hier mobben. Merkt ihr das? Ich werde schon wieder gemobbt hier. Ich werde hier manipuliert auf allen Ebenen. Nicht zu weit. Ganz easy, ganz easy. Wir haben jetzt hier richtig mal Lucht. Guck mal hier. Ja, fast. So, was machen wir jetzt? Haben wir noch ein Kabel? Die nächste Rolle. Oh, Leute. Alles muss man hier selber machen. Du kannst ja auch einfach mal laufen lassen, aber dann dreht Andi wieder durch. Ach so, das war... Gerne. Benni, runter. Das, wir müssen mal ein bisschen hier... müssen die Laternen einmessen. Sind die Laternen überhaupt so gut eingemessen? Keine Ahnung. Ich gehe davon aus. Habt ihr einen Plan da drüben? Ich habe Plan, ich habe Maßband. Ich habe aber nur keine Ahnung. Also die kriegen wir natürlich nur bedingt eingemessen. Ne? Also auf der Strecke hier wird es relativ einfach, weil da haben wir mal das, da haben wir eine Referenz. Das sind sogenannte Fundamenthülsen für Mastleuchten. Diese Fundamenthülsen ziehst du hier, ich weiß gar nicht, ob die so rumkommen oder so rum, ziehst du das Kabel rein, schließt es an der Mastleuchte an, ziehst das Kabel wieder raus. Und die verteilen wir jetzt schon mal. Also das sind Straßenlaternen, ne? Für die Straßenlaternen. Ich glaube, hier vorne kommt einer hin. Guck mal, Manu, unsere gute Seele, eigentlich von Johann Schindler und auch von ATW, hat sich gedacht, sie überrascht mal alle mit dem Eis. Und jetzt siehst du, guck mal, alle Kinder kommen an. Alle hier. Ah, ja. Prost. Ja, jetzt ist die Mittagszeit schon fast wieder hier angelangt, 12.15 Uhr. Wir haben gerade eine Eislieferung bekommen. Vielen Dank, Manu, es war sehr lecker. Und ja, die ersten Rohre liegen, die ersten Stromkabel liegen. Jetzt geht's ans Vermessen, denn alle, habe ich zumindest so gehört, 30 Meter kommt dann eine Laterne. Und dafür muss natürlich auch diese Hülse, die ihr vorhin gesehen habt, rein. Und ja, das wird jetzt erstmal abgemessen. Da musste Ludwig gerade mal gucken, wie der Abstand da ist. Den haben wir jetzt und jetzt kann es da auch weitergehen. Ja, spannend auf jeden Fall. Jetzt legen wir noch einmal hier um den Parkplatz. Ne? Wir sind hier gerade auf dem Parkplatz. Kommen auch noch mal Laternen. Da haben wir auch schon Graben. Und auch dort kommen dann in gewissen Abständen diese Hülsen rein. Die haben wir schön um den Baum herum gemacht, ne? Damit der Baum auch bleiben kann. Genau, das kommt jetzt als nächstes. So, jetzt wird hier das Leerrohr gefüllt. Da vorne läuft das Kabel durch das Leerrohr da unten bis da drüben, wo Gregor gerade kräftig zieht. Kriegen wir hin! Weiter. Also weiter geht's! Ja! Okay, und los! Und. Egal, komm mit! Stopp! Gleich haben wir's! Na komm! Aber wir sind schon irgendwo hier! Ja, ja. Wir sind im Knick wahrscheinlich! Ja, das war eine harte Nuss! Wie ist deine Verfassung? Fertig! Mit den Nerven? Nee, nicht mit den Nerven. Das war wirklich körperlich
körperlich sehr herausfordernd heute. Die Sonne hat geknallt, übelst geknallt. Fazit, die Schuhe. Jetzt gib mir mal 2 Minuten. Das geht doch nicht um die Baustelle hier, sondern um deine Schuhe. Meine Schuhe sind einfach voller Dreck. Ist das ein Trick, Johann? Ergebnis von heute, ist schon eine Menge Arbeit. Das warst du mit dem Bagger. 10 Tonnen. Kabel. Haben wir heute verlegt. Unfassbar schwer. 1,8 Kilometer Kabel verlegt. Aber wir sind auch an unsere Grenze gegangen. Bei 29 Grad. Wir sind an unsere Grenze gegangen. Ja. Ist der Helmut auch offen hier gerade? Die Maschine auch. Helmut hatte einiges zu bemängeln. Ja, aber es wird hier werden. Aber wir müssen immer feststellen, und das dürfen wir nie vergessen, es ist ein Projekt mit vielen Leuten, die keine Ahnung haben. Und wir müssen halt immer gucken, dass wir mit denen das gut hinkriegen. Und dafür bin ich immer wieder begeistert, auch wie viele Leute heute da waren. Wie viele waren wir? 40 mit Kindern. Also so 20 Eltern. 20 Erwachsene, 20 Kinder. Ja. Es war Spaß. Also was wirklich wieder cool ist, Catering war, das reißt immer alles raus. Ne? Wenn du wirklich mittags ein richtig gutes Essen kriegst. Ich habe heute gelernt, wie unfassbar schwer Kabel sein können. Es war unfassbar heiß heute, aber wir haben unfassbar viele Leute da gehabt und wir haben unfassbar viel geschafft. Ja. Und ich bin unfassbar fertig. Johann, wie geht's dir? Gut. Also ich kann nur sagen, danke an alle, die wirklich gekommen sind. Waren ja auch wieder Leute da, die so gar nicht eingeplant waren, die einfach aufgrund des YouTube-Instagram-Aufrufs gekommen sind. Ja. Das muss man sagen. Und das ist immer cool, das macht irre viel Spaß. Vielen Dank. Na dann, Feierabend. Feierabend. Ja. Ein Tag später, der Baueinsatz ist vorbei. 2 Tage später und wir sind schon wieder am Buddeln. Ein Wahnsinn. Du bist aus der Puste. Also wir haben ja am Samstag nicht alles geschafft. Weil, Philipp? Weil es einfach mega viel war. Es ging nicht. Wir haben das nicht unterschätzt, sondern wir wussten es einfach nicht. Ich meine, wir fangen morgens an, sehen was kommt, nehmen uns das vor, wo wir denken, das schaffen wir. Das war dann doch ein bisschen viel. Allerdings hat auch die Hitze uns am Samstag einfach ausgelaugt. Und deswegen habe ich dann heute spontan einfach ganz andere Leute, mein Freundeskreis gefragt, wir müssen ein Kabel im Wert von knapp 15.000 Euro einfach verbuddeln. Und dann haben sie gesagt, wir helfen dir. Und sind heute gekommen. Einige sind auch Familien aus der freien Schule. Einige haben gar nichts damit zu tun. Die sagen trotzdem, Joe, wir finden das cool, was ihr da macht. Wir unterstützen das. Kommen, helfen hier, sind hier am Buddeln. Man muss ja überlegen, die haben alle teilweise auch schon 8-9 Stunden gearbeitet. Und kommt trotzdem her, die Sonne geht fast unter. Das berührt mein Herz, kann man das so sagen? Ja, ne? Natürlich, klar. Ja. Das ist wirklich so, dass ich im innersten Herzen einfach so dankbar bin, zu erleben, wie viele Leute hier sich engagieren. Das ist wirklich cool. Deswegen lohnt sich dieses Schulbauwunder. Was für mich immer wichtig ist, und das hat ja Samstag auch gigantisch funktioniert, am Ende muss es immer ein richtig gutes Essen geben, dass die Kinder satt sind, wenn die nach Hause kommen, die Familien, dass die Kinder sofort ins Bett gehen können. Dass alle Helfer wissen, wir haben eine richtig große Dankbarkeit an alle Helfer. Deswegen gibt es immer richtig gutes Essen. Meine Frau ist unterwegs, sie holt Döner und alles, was es gibt en masse für alle. Pommes, Döner, Fleisch, alles. Allein deswegen freue ich mich schon auf die Wocheneinsätze. Ich hab doch den Short-Clip hier. Ja, ja. Hier unten auf Abo klicken und da auf Glocke. Also einfach nur abonnieren. Fertig. Genau. Warum machen wir so eine lange Laberei? Kannst du es kurz zusammenschneiden? Bitte? Du musst doch filmen, ich kann nicht mit anfassen. Du musst doch filmen, ja. Du kannst eine Hand ziehen. Jetzt steht er mit der Kamera. Ich dreh durch. Jetzt hebt dieses Ding an.